Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Und zwar geht es heute darum, dass die Schildmeter sich ein Stück weit in Season 15 verändern könnte bzw. sogar wird. Ich habe vor sehr vielen Monaten das erste Mal über den Schildkondensator gesprochen. Das ist ein neues Survival-Item. In Season 15 soll es tatsächlich endlich soweit sein und der Schildkondensator mit drei verschiedenen Stufen soll als Survival-Item ins Spiel finden. Vorab, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, ich weiß nicht, ob es tatsächlich passieren wird. Vor ewigen Monaten wurde fast zeitgleich auch geleakt, dass wir eventuell einen zweiten Slot für den Survival, für die Survival-Items bekommen. Das heißt, wenn wir Glück haben, könnten wir vielleicht ein Heat Shield und ein Respawn Beacon zeitgleich tragen. Aber worum es mir jetzt eigentlich inhaltlich geht, wie gesagt, das mit den zwei Slots ist eine Theorie, weil es vor ewigen Zeiten ebenfalls geleakt wurde. Der Schildkondensator, der soll endlich kommen. Wer nicht weiß, was das ist. Und zwar, sollte es nur bei diesem einen Slot bleiben, ist das auch noch völlig wurscht, aber zwei wären schon eine coole Sache. Und zwar wurde vor ewigen Zeiten genau dieses Item geleakt in Stufe 1. Ein kleiner Schildkondensator Stufe 1 heilt einen kleinen Teil deines Schildes automatisch. Im Endeffekt, wie schnell das Schild geheilt wird, weiß ich nicht. Ob sofort die Heilung anfängt oder einsetzt, wenn du Schaden nimmst, oder ob das so ein Stück weit wie bei der passiven Fähigkeit von Watson ist oder mit der ultimativen Fähigkeit, ob das so langsam ist, ob das schnell geht oder vielleicht so schnell wie bei der automatischen Heilgeschwindigkeit von Octane. Das bleibt abzuwarten, aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir schon so ein Item mit uns rumschleppen und vielleicht nur diesen einen Slot, diesen Survival-Slot belegen, wenn es nicht zwei werden, dann gehe ich schon davon aus, dass es vielleicht ein bisschen schneller gehen wird und je nachdem, welchen wir tragen, heilen wir eben ein oder zwei Schildabschnitte, also ein Abschnitt sind 25 Lebenspunkte, 250 und so weiter und so fort, bis maximal 125 Leben bei einem roten Körperschild. Das sollte natürlich klar sein. Cooldown-Zeit 60 Sekunden. Ich blende euch mal noch die blaue Variante ein. Die sieht so aus, optisch genauso einfach blau. Cooldown-Zeit 60 Sekunden. Das heißt, wenn wir das Teil einmal drin haben, das verbraucht sich theoretisch nicht. Du musst es nicht wegschmeißen. Das heißt, kriegst du Schaden. Bei einem mittleren würde ich einfach mal davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich 50 oder vielleicht 75 Lebenspunkte. Bei blaues Körperschild sind 75 Lebenspunkte. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier bei dem blauen auch 75 Punkte sind. Wenn es auch nur 50 sind, ist das auch noch wurscht. Wahrscheinlich bei dem kleinen, bei dem weißen werden es 50 Lebenspunkte sein. Wird es dann so sein, dass wir eben, wenn wir den erstmalig aufheben, das blaue Schild runtergeballert ist, dann setzt sofort dieser Schildkondensator ein, heilt uns einmal komplett voll. Und wenn das dann erledigt ist, dauert es 60 Sekunden, bis das Teil wieder einsetzt. Heißt, wenn dein Schild voll ist, du wirst wieder voll geballert, dauert es eben dann noch eine gewisse Zeit, bis die Cooldown vorbei ist und dieses Item wieder dein Schild hochheilt. Und das völlig automatisch. Bleibt natürlich abzuwarten, ob das während des Beschusses funktioniert. Wir kennen es jetzt aus verschiedenen Modi, wie zum Beispiel dem Gunrun-Modus, du bist unter Beschuss, dann musst du erstmal ein paar Sekunden irgendwo safe sein, bis die automatische Heilung eintritt oder eben wie bei Kontrolle, da ist es ja genauso. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich freue mich extrem auf dieses Item. Ich glaube, es ist ungefähr schon 4-5 Monate her, wo ich erstmalig über dieses Item gesprochen habe und ich gehe davon aus, wenn es in Season 15 kommt, wird es die Schildmeter ein bisschen durcheinander bringen und wir müssen allem Anschein nach nicht mehr so viele Schildzellen mit uns rumschleppen. Wahrscheinlich hast du dann in deinem Backpack nur noch Schildbatterien. Wäre eine coole Option. Dann ist natürlich aber auch Watson vielleicht ein Stück weit uninteressanter oder vielleicht sogar noch effektiver, wenn du sie spielst, weil die passive Heilung ist doch relativ langsam. Mit einem Kondensator geht die ganze Geschichte vielleicht noch ein bisschen schneller. Muss man mal sehen. Also entweder uninteressant Watson oder noch effektiver. Eins von beiden. Oder Octane, der sich passiv mit seiner Gesundheit heilt und dann noch ein Kondensator. Das klingt schon alles ziemlich mächtig. Wie ist eure Meinung zum Schildkondensator? Findet ihr es geil? Braucht es neue Items, die es vorher so noch nicht gab?
Ich finde es eine coole Geschichte. Tatsächlich ist das mal eine Neuerung, wenn sie kommt. Die würde ich absolut feiern. So, 5 Minuten für ein Item gequatscht. Lange genug. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.